Und wieder mal hallo an alle. Heute bleibt es mal fleischlos. Heute mache ich einen Gratin. Brokkoli und Möhren. Wollte ich vor 14 Tagen schon machen. Hatte schon den Brokkoli vorblanchiert. Dann wurde nichts draus. Dann habe ich den Brokkoli eingefroren. Jetzt wieder aufgetaut. Die Möhren habe ich gerade frisch aus dem Garten geholt. Da wollte eine abhauen. Die werde ich jetzt in Butter etwas anschwitzen. Na, ist da das Messer nicht ganz durchmarschiert? Ich habe sie mit dem Messer geschnitten, weil ich doch eine gewisse Mindestdicke haben wollte. Mit einer Scheibe, mit einer Reibscheibe wäre sie mir zu fein geworden. Die werde ich nicht vorblanchieren, sondern nur hier etwas anschwitzen. Die sollen bissfest bleiben und nicht matschig. Siehe unten. Ausgerechnet jetzt ist der Hund nicht da, aber der wird sich eh nicht drum scheren. Obwohl, ich hatte ja mal einen Hund, der hat alles gefressen, was hier vom Herd oder vom Tisch runtergefallen ist. Auch Kartoffelschalen, weil es kam von oben. Es musste ja was Gutes sein. Die Möhren sind noch nicht geschält, sind nur unter fließendem Wasser mit einer Bürste gewaschen. Frisch aus der Erde, warum soll ich die schälen? Dann kommt dazu ein wenig Kurkuma. Das tue ich jetzt nur auf die Möhren drauf. Das ist jetzt keine reine Gymnastikübung, ich will damit das Gewürz etwas besser verteilt. Als nächsten Schritt mache ich die Bechamelsoße fürs Gratin. Für die Bechamelsoße nehme ich jetzt keine Butter, kann man natürlich, klar, aber ich muss ein bisschen aufs Cholesterin aufpassen. Deshalb Rapsöl. Ein Löffel Mehl ins Öl, gut rühren, damit sich die Klümpchen alle auflösen. Dann wird das hier eine klassische Mehlschwitze. Das reicht schon. Es gibt eine helle Mehlschwitze und eine dunkle. Ich hätte gerne eine helle, deshalb jetzt gleich Milch rein. Zuerst etwas. Lass mal kurz aufkochen. Und jetzt kann mehr rein. Auch das soll jetzt nochmal aufkochen. Am besten ständig rühren. Das ist eine Sache, die sehr, sehr gern, sehr schnell, sehr leicht anbrennt. Und Ofen aus, damit hier nichts mehr anbrennt. Etwas Salz, Pfeffer,
Man kann das Ganze aufpimpen, indem man ein kleines Tässchen statt Milch Gemüsebrühe reintut. Verzichte ich aber drauf. Bei mir kommt jetzt noch was Basilikum dazu. Man kann mit allem Möglichen noch würzen, was einem so einfällt. Chilisauce kommt keiner rein. Nach der Pleite mit der Sellerie, Möhren, Kürbis, Tomatensuppe. Ich zeige euch mal die Ursache. Das ist ein Tabasco-Fläschchen. Schaut euch mal die Öffnung an. Und jetzt diese Chilisauce. Wenn man da einen Dash reingibt und drückt dabei etwas auf die Flasche, dann ist gleich ein Drittel der Flasche drin und das war dann halt ein bisschen zu viel, zumal wenn man zweimal drückt. Die Soße ist noch warm, aber nicht mehr heiß. Da haue ich jetzt eine Handvoll Grattakäse rein. Die ist hier aus Schnittkäse und Mozzarella. Wenn ich die in die kochende Soße einrühre, dann schmilzt der sofort. Dann verläuft mir die Soße vielleicht nicht mehr, weil sie zu dick wird. Dann die Möhrchen, Brokkoli liegt schon in der Form. Ich habe hier auch die Stiele mit reingetan. Alles Verholzte außen abschneiden und nur das Innere. Das wird dann butterweich. Wenn das verholzte Außenteil drauf bleibt, kriegt man es nicht gebissen. Möhrchen gut verteilen, am besten so in die Löcher reinstopfen. Der guckt mir zu sehr raus. Soll nicht so neugierig sein. Die Soße drüber. Seid ihr im Bilde? Jo. Hätten klein wenig mehr sein können. Aber das reicht. Vielmehr, es muss reichen. Ich mache jetzt nicht mehr nach. Den restlichen Käse drüber. Jetzt kommt gleich wieder die Frage, wie lange jetzt in den Ofen? Keine Ahnung. Ich rechne mal so mit einer halben Stunde. Aber ich hole sie dann raus, wenn der Käse komplett geschmolzen und leicht gebräunt ist. In der Zeit Rauchpause. Ofen. Das sieht okay aus. Raus damit. So, jetzt muss ich umsteigen auf Stativ.
Ja, so sieht das Fertige jetzt aus. Ich hoffe, es schmeckt genauso, wie es aussieht. Und da ich eben gerade in der Zeit, wo das gerade da im Ofen war, Schnitzel gepökelt habe, dass ich aber erst in einer Woche dann fertig machen kann, also sprich essen. Bis dahin habe ich genug von dem Gratin. Bis neulich. Ciao, ciao.